Hallöchen Popöchen und hallo meine Rambas, es ist wieder Zeit für ein Let's Play und zwar in dem guten alten World of Tanks mit dem T25-2, gespielt vom Brainbug-Bot. Brainbug-Bot. Los geht's. Ja, interessanter Versprecher. Wie komme ich aus der Sache wieder raus? Eigentlich gar nicht. Egal, wir haben es nicht gehört. Und er spielt die Karte Redshire im Begegnungsgefecht. Ist hier Top-Tier. Und sind wir mal doch sehr gespannt, was wir hier so erleben. Die Teams selber sind, wie sage ich das jetzt noch charmant, Zertomatik. So, Zertomatik ist noch nett gesagt, glaube ich. Damit kann jeder was anfangen. Und er, glaube ich, tut hier was für seine Statistik. Und zwar, er fällt hier noch mehr Bäume. Findet er noch einen? Noch einen Baum? Der hier, glaube ich, steht noch. Der da wird noch stehen. Den kannst du noch wegmachen. So. Ja. Spannend, hier oben die Ansammlung gleich direkt. Mittlerweile schon gefühlt eine Unart, wie viele da hinfahren. Schwulen treffen oder was? Der ist zwar politisch unglaublich ungerecht, was er da schreibt, aber trotzdem unglaublich lustig, muss ich gestehen. Ja, das trifft irgendwie meinen Humor. Der mag jetzt vielleicht ein bisschen verquer sein, aber seht es mir nach. Ja, dann löst sich das Treffen auf. Und da hat er jetzt einen Challenger offen. Trifft er aber leider nicht. Deswegen aimt er jetzt direkt auf den M6 um. Auch da trifft er nicht. Und denkt er sich, okay, dann den treffe ich auch nicht. Nehme ich den nächsten. Aber auch nicht. So. Ah, jetzt die Su vielleicht. Jetzt trifft er es doch. Su zieht sich zurück. Ist aber schon tot, bis er sich zurückziehen konnte. T34, 85. Auch ein Hit. Und vielleicht jetzt noch der M6, aber nein, der ist nicht mehr. Oh, oh, er kommt. Tatsächlich. Und da klappt's doch mit dem Nachbarn. Und schon hat er alle drei, die er vorher nicht erwischt hat, dann doch getroffen. Und vielleicht noch einen. Und dann nimmt er ihn raus, weil er gekettet war. Sehr schön. 2:3 ist der Spielstand. Sehr ungewöhnlich, dass auf dieser klassischen Heavy-Seite da drüben, dass da nicht viel mehr an Gegnern ist und aufploppt. Auf jeden Fall muss er aufpassen, drei Artis im Spiel, die machen das Spiel dann eventuell doch unangenehmer als unbedingt nötig. SP Nummer 1, der japanische Tiger auch am Start. Und der Challenger. Jetzt komm, wenn du den noch triffst, dann hast endlich dann... Boah. Bös erwischt. Ein bisschen länger einziehen, aber leichter gesagt als getan. Jetzt hier der T34-85. Auf den kommt aber dafür sehr gut. Na, jetzt hat er erstmal keine Ziele. Wie gesagt, Arti ist und bleibt immer spannend, was die hier in so einem Gefecht machen kann. Gerade die Gegner, meine Lieblingshass-Arti, die FV. Jetzt der KV. Oh, der war aber knapp. 3:5. Kommt der KV aber wieder hoch, spitzelt ein bisschen nach oben. Wurde ich, würde mal von ihm vermuten, blind gehittet, weil er Decap wurde sofort zurückgesetzt, als der Schuss angekommen sein müsste. Aber es entwickelt sich gerade ganz klar zu einem Spiel für den Gegner gefühlt. Da drüben jetzt auch der nächste weg. 3:8. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, ob das ein Sieg oder eine Niederlage geworden wäre. Ich gucke ja das nur anhand von dem Watch-Replay-Link immer an. Und sonst schaue ich mir da ja gar nicht mehr an. Weiß ja auch nur die Zahlen und Fakten. Jetzt T34-85, nochmal ein Hit. Ne, den nächsten kriegt er nicht mehr. Der Vater leider schon wieder runter. So, was haben wir da noch? Auf den kommt er nicht drauf. Tiger hat jetzt wenigstens den anderen weggemacht. Oh ja, ja, der ist den Challenger. Der, endlich hat er ihn. Endlich hat er den ersten Hit auf den Challenger gemacht und gleichzeitig ist es auch der
Killshot. Ich wollte gerade einen anderen Shot sagen. Was ist denn gerade los mit mir? Alter Schwede. Naja. K1S kommt da leider nicht drauf. Aber der fährt jetzt ein bisschen vor. Also jetzt. Ja. Genau, perfekt. Es wird auf jeden Fall eine enge Nummer. Ich weiß wirklich nicht, wie es ausgeht, ob es ein Sieg oder eine Niederlage ist. Kann durchaus sein, dass es eine Niederlage wird. Er hat auf jeden Fall noch sehr viel Arbeit vor sich, weil prinzipiell hat sein Team mit ihm eingeschlossen noch drei Kampfpanzer. Die anderen zwei sind noch die Artis. So, KV-1S kommt jetzt runter. Mit Auto-Aim. Ne, klappt nicht. Auto-Aim bei sowas in der Fahrt ist immer schwierig. Gerade mit so einer leicht konischen Kanone. Aber jetzt macht er weg und eine Su-100. Oh, die macht Dampf. Die macht Dampf. Schießt sie schnell weg. Ja. Gott sei Dank war der Hit nur von dem T-34-85 und nicht von der Su. So, T-34-85, da trifft er und blockt den auch. So. Sehr schöner Hit. Leider bleiben noch 18 stehen. Aber mit dem nächsten. Ja. Ah, Mann, ey. Gibt's doch nicht. Jetzt hat er gleich keinen Schuss mehr und muss gleich auf Premium umladen. Und wenn er das noch gewinnen will, muss er das dann auch gleich tun. Und dann wird es eine teure Runde. Aber bis dahin ist es noch ein weiter und steiniger Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. So, was hat er da? Der VK. Ah, VK lädt schnell nach. Oh, jetzt hat er sich aber gut hingestellt. So, was hat er? Oh, da hat er einen Arti. Arti gehittet in der Fahrt. Arti verschießt. Jetzt kann er ganz entspannt. Naja. Wo ging denn der hin? Ah, steht hinterm Haus. Naja, gut, auch das sieht man natürlich dann einfacher. Alter, 8 zu 3. Okay, er hat jetzt alle Gegner gegen sich. Und muss jetzt alle Gegner töten. 6 an der Zahl. Ja, wird spannend. Jetzt sind ja sogar noch 7 Gegner. Seht's mir nach. Jetzt der Arti, schau mal weg. Der fünfte Kill. Ah, der KV hat den T-34 weggemacht. Sehr gut. Damit hat er nur noch einen weniger. Also braucht er nur noch 5. Wie kann man denn da Team killen? Spannender Move. Da ist die nächste Arti. Verschießt jetzt hier. Arti verschießt ebenfalls. Komm, 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 komm. Alter Boden. Arti lädt. Ah, jetzt kommt und noch einen. Und sehr gut. Arti auch weg. Damit hat er schon mal seinen Krieger. Der ist schon mal hoch verdient. Den darf man ganz klar mal so anerkennen. Jetzt ist die Frage, wie viel HP haben die anderen noch so? Er sucht jetzt hier noch wahrscheinlich nach der anderen Arti, wobei die wird deutlich weiter vorne stehen. Oder auch nicht. Das hätte ich jetzt niemals erwartet, dass die RV so weit hinten steht. Und jetzt macht er die auch weg. Okay, die war AFK. Oder irgendwas. So, 7 Kills. Noch 3 Gegner. Da, oh, der ist slow. Der ist low, der T-34-85. Auto-Aim. Ja, da würde ich definitiv mehr mit selber aimen arbeiten. So, zack, der ist weg. Jetzt den nächsten. Der KV, der könnte ein One-Shot sein. Wenn er gut trifft, wird es ein One-Shot. Nein, ey, 2 stehen lassen. Gibt's doch nicht. Scheiß RNG. Komm, mach den noch weg. Nein, das war die Wand. So. Jetzt macht er den weg. So, jetzt hat er nur noch einen einzigen Gegner. Hat 9 Kills.
Und bisher ist es sein Match, muss man ganz klar sagen, wie es ist. Es ist zwar eine teure Runde, aber unterm Strich läuft es ganz gut. 50 Sekunden noch bis Decap. Er nimmt hier den etwas längeren Weg. 40 Sekunden, das dürfte er ganz entspannt schaffen. Ich glaube, ihm geht jetzt hier ein bisschen die Pumpe, würde mir zumindest so gehen. Und leider muss ich direkt recht schnell nach dem Replay, wenn es der Abschluss gemacht ist, aufhören. Deswegen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und will euch jetzt die Spannung mal in Ruhe lassen und gucken, wie er es denn schafft. Aber ich denke, die Runde war sehr nice und ich hoffe, die wird doch mit einem Daumen nach oben zumindest belohnt. Hätte er sich verdient und ich. Und da ist er. Der erste Treffer hittet. Jetzt macht er einen, braucht er noch. Und dann ist der 10. Kill erfolgt. Jetzt kann er auch sich noch Zeit lassen. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Der Kill ist da und es sind 10. Tschüss, bis bald.